Nee. On. Mein Name ist Gardula, wir haben eine Bauschlosserei, eine Konstruktionsschlosserei zu Eilering am Süden vom Land. Wir beschäftigen uns 65 Leute und machen das seit 22 Jahren. Wir haben 24 Jahre, wie schon angefangen, habe ich probiert, drei von Anfang an sich meinen eigenen Weg zu gehen und nicht mehr umzusetzen, was ein Klient mich gefragt hat. Wir haben probiert, meine eigenen Ideen mal dran zu bringen. Und mich interessiert in dem, was an der Architektur für sich gegangen ist. Ich habe mich probiert zu dokumentieren, ist noch vorgegangen. Und ich finde, dass das einen großen Teil an sich mein Parcours beeinflusst hat. Für unser Produkt so weit mehr an den Hintergrund zu setzen, ne? Dass es zur Architektur gehört und nicht unbedingt eine Skulptur gibt. Den Design Gardula beschreibt sich dadurch, dass er sich an die Architektur integrieren soll, dass er eine hohe Funktionalität soll haben, dass er klare Linien hat und dass er ergonomisch ist. Da sind ein paar Changements dabei gekommen. Ich meine, dass das auf allen, an allen Services hat, hat das eine Influenz. Natürlich, wir sind genauso gut an unseren Etüden, haben wir schon probiert, für mehr als 15 Jahre probiert, dreidimensional zu zeichnen, für eben dem Klient ein besser, also das Produkt besser zu visualisieren. Wir haben als Leute mit impliziert, ihnen gewiesen, ob wir das auch können, ob wir das anpassen, für eben als Erbe mir ein großes Plus-Value zu geben. So, das sind die Sachen, die alles im Design ausmachen. Die Arbeit um Hofwald, das war eine ganz interessante Kollaboration zwischen dem Architekt, dem Klient und uns. Wie wir zusammengekommen sind, die ersten Kälte, hat sich herausgestellt, dass das Resultat, was der Architekt sich vorgestellt hat, nicht 100% der Stadt vorher, was der Klient sich erwartet hat. Und, dadurch, weil genauso gut der Klient an den Architekt opfer für Changemente, konnten wir als Gardula auch als Idee mal aufleisen lassen. Und das spielt sich heute auf dem Resultat ganz gut drin. Wenn ich hier auf alle schon, dann müssen also Parteien alle guten Opsen, natürlich den Architekt, der muss Opsen für sein Projekt vorzustellen. Den Klient muss Opsen für Alternativen können zu akzeptieren. Und den Betrieb, der muss natürlich auch Propositionen können machen. Er muss so scheint es ein bisschen, wie weit aus dem Fenster rauslehnen, für neue Wege zu gehen oder Sachen auszuprobieren. Für allem muss ich sicher sein, dass ich muss über seinen Tellerrand wegschauen, dass ich muss vorher besichtigen gehen, Städte besichtigen gehen, sich für Architektur interessieren, gucken, was geht am Ausland gemäht. Ich meine, das ist ganz wichtig, für das ich Inspirationen findet, dass er beeinflusst wird, an irgendwo sein Egelin kann finden, für sein Design dann zu machen. Ja, durch die 22 Jahre in unserem Betrieb hat er ganz viele Sachen gesehen, und er sicherlich dadurch beeinflusst gehen an seinen Studien, weil das, was er gemäht hat, ging es uns genau das, was er wollt machen, das, was ihm Spaß macht. An den Design als etwas, was sicherlich noch nicht ausgeschöpft ist, sicherlich nicht an unserem Handwerk. An also ein bisschen verkannt, was ihn alles mit dem Design noch kann machen. Also ich gebe so eine wichtige Sache für es, wenn den Design vielleicht mehr accessibel gibt für Handwerksbetriebe. Weil Handwerksbetriebe sind kreativ
Und ich gebe so, du hast ganz viel Potenzial dran. Und die meisten Leute haben das Potenzial. Sie geben vielleicht just nicht genug enkadriert. Und du hast sicherlich Potenzial für Leute an der Formation vielleicht um Design rundzubringen.